Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir über die sehr seltsame Darstellung von Männern, aber auch im gleichen Zusammenhang Frauen in den Medien sprechen, die hauptsächlich in solchen Medien, in Form von Medium, im Sinne von Filmen und Serien. In Büchern kann das auch sein, ist aber weniger der Fall, aber es ist halt deswegen so wichtig, weil wir alle natürlich Serien gucken, wir gucken Filme und werden davon beeinflusst. Das ist der Grund, warum wir jetzt darüber sprechen wollen, weil es dich beeinflusst auf einer Ebene, die du vielleicht gar nicht mitbekommst. Ist ja klar, wenn du immer irgendwas im Fernsehen siehst und du siehst es wiederholt, du siehst es in jeden Serien, du siehst es in tausend Filmen, dann kommt es dir natürlich irgendwann wie die Wirklichkeit vor, beziehungsweise dann modellierst du dein Verhalten natürlich auch anhand dieser Vorbilder und denkst, dass das die Norm ist und dass du so handeln solltest. Und das beeinflusst vor allem Leute, die noch nicht so ganz wissen, wo sie stehen in ihrer, ich sag jetzt mal, Männlichkeit, in ihrer Entwicklung als Mann, denn darüber sprechen wir ja hier viel auf dem Channel. Natürlich hat das Gleiche im gleichen Abendzug auch was mit Frauen zu tun, darauf wollen wir hier aber nicht eingehen, aber natürlich beeinflusst das auch Frauen, das werden wir aber hier nur am Rand behandeln. Ich will in das ganze Thema einsteigen, indem ich dir ein kleines Beispiel gebe. Ich habe nämlich gerade hier auf meinem Sofa gesessen und hatte den Fernseher an und dann kam eine Serie, die hieß, kenne ich auch gar nicht, A Man with a Plan. Das ist irgendeine Sitcom-Serie. Und da ist mir eine Szene aufgefallen, die das sehr gut darstellt, von dem ich hier rede. Da saß also ein Mann am Tisch, hat mit seinen Freunden geredet, ein älterer Mann, wohlbemerkt, ein Familienvater, der war bestimmt so in der Serie 40, 50, also jetzt kein Mann, der keine Lebenserfahrung haben sollte oder kein Mann, der gerade noch dabei ist, zu entdecken, was es überhaupt bedeutet, ein Mann zu sein, sondern schon eigentlich ein älterer, gestandener Mann mit Familie, der schon irgendwo seine Erfahrung gemacht haben sollte, sage ich mal. Und natürlich sind solche Sachen immer überspitzt dargestellt, das ist mir schon klar, gerade in Sitcoms. Aber du kannst diese Grundthemen, von denen ich hier rede und auf die ich dich aufmerksam machen möchte, nicht nur in Sitcoms sehen, sondern du kannst sie in vielen Filmen, in vielen Serien sehen. Das ist nur ein Beispiel. Es ging also darum, dass dieser Mann, es ging um Verhütung, wie er mit seiner Frau jetzt verhüten will, weil sie keine Kinder mehr bekommen wollen. Und die Frau wollte von dem Mann, dass er eine Vasektomie macht. Also sich, ich bin nicht genau bewandert, ich glaube, man schneidet den Samenleiter durch und dann kann der Mann eben keine Kinder mehr zeugen. Und der Mann wollte das nicht. Und jetzt wollte er aber seiner Frau nicht direkt sagen, dass er das nicht wollte und hat erstmal mit seinen Freunden darüber geredet, was er denn jetzt tun kann. Schon mal sehr seltsam. Hier fängt es schon mal sehr seltsam an. Und das ist eine ganz klassische Darstellung. Die Frau ist ein bisschen der böse Tiger, der irgendwie so, wow, man muss aufpassen vor der Frau, man muss sich verstecken, man muss irgendwelche geheimen Pläne schmieden, um die Frau dann davon zu überzeugen, was man eigentlich will. Man darf nicht mit seinen Männern seine Männersachen machen, sondern muss das alles immer so hintenrum machen. Und das ist viele Serien. Viele Sitcoms, muss ich dazu sagen, die das so darstellen. Ich habe immer gerne King of Queens geguckt, aber auch in King of Queens ist es sehr, sehr sehr stark genauso dargestellt. Also der Mann sitzt da mit seinen Freunden und dann sagt, und das ist so witzig, der eine Freund sagt zu ihm so, ja, du kannst ja einfach Nein sagen. So, ah, wirklich, ja, genau, das ist halt einfach, du kannst einfach Nein sagen, genau, das ist ja der Punkt. Und dann sagt nämlich dieser Mann zu ihm, was, nein, also einfach nur Nein sagen, das genügt ja nicht, da muss ich mir ja noch was anderes zu einfallen lassen. Und dann reden sie da über irgendwelche Sachen und dann meint der andere Mann, ja, also Nein sagen kommt dann besser, wenn es so wirkt, als hättest du dir Mühe gegeben, deswegen geh doch erstmal zum Arzt und lass dich zu der Vasektomie beraten und dann kannst du immer noch Nein dazu sagen, das kommt dann besser an bei der Frau. Und ich saß dann und dachte mir so, und ich denke mir das halt, weil ich das tatsächlich auch in der Welt beobachte. Also ich beobachte das gerade bei älteren Paaren, die auch viel mit Fernsehen und solchen Sachen wie Sitcoms aufgewachsen sind. Wir natürlich auch, unsere Generation auch. Aber ich beobachte das viel bei älteren Paaren, wo einfach die Männer auch sehr, ich sag mal, unaufgeklärt sind und die Frauen unter Umständen auch. Und die dann einfach wirklich diese Sachen, die sie da im Fernsehen oder in Serien gesehen haben, übernommen haben als Vorbilder, so wie sie sich in Beziehung verhalten sollen. Und das ist vielleicht dir auch nicht fremd, wenn du dich mal so ein bisschen bei den Paaren in deiner Umgebung umguckst, auch bei den älteren Paaren, dann wirst du oft dieses Schema entdecken. Also der Mann ist so ein bisschen der, ich sag jetzt mal, Fußabtreter und die Frau ist so ein bisschen die böse, Hexe-Frau, vor der man sich verstecken muss und der man es hintenrum recht machen muss, damit man irgendwie heimlich seine Sachen machen kann, die man gern machen möchte. Also weder die Frau noch der Mann kommen in diesem Beispiel hier besonders gut weg, ne? Nur um das mal darzustellen. Auch die Darstellung der Frau als die böse, tolle Herrscherin, das ist auch nichts, was irgendeine normale, gesunde Frau gerne sein möchte, so wie ein normaler, gesunder Mann auch nicht in diese Rolle des Mannes rutschen möchte, die dort oft dargestellt wird.
Das ist sowieso so eine Sache, die heutzutage viel stattfindet, so mit der ganzen Feminismusdebatte. Die Feministen sind sauer auf die Männer, die scheiß Männer, toxische Maskulinität und alle Männer, die noch immerhin mal die Eier haben zu sagen, dass Feminismus auch unglaublich viel Bullshit verzapft, sind sauer auf die Frauen. Also jedes Geschlecht ist sauer auf das andere Geschlecht und es herrscht totaler, ich sag mal, Geschlechterkrieg. Und das wird immer ganz schön dargestellt in den Serien und in den Filmen. Und der Witz ist, am Ende des Tages ist weder Mann noch Frau besonders glücklich. Also es dient hier keinem. Also was hier passiert, dient niemandem. Die Darstellung von Frauen und Männern in den Serien und Filmen, das dient niemandem. Feminismus gegen, ich sag mal, Maskulinismus, den es ja eigentlich gar nicht gibt, dient auch niemandem. Also ich nehme jetzt mal Feminismus gegen Leute, die so pro-maskulin sind. Das gibt es tatsächlich. Und das ist ja auch so eine sich zentral gegenüberstehende Gruppe. Und wir helfen hier niemandem. Wir helfen hier weder den Frauen noch den Männern, wenn wir hier Geschlechterbattles machen. Aber genau das ist eben die Darstellung, die wir dort sehen. Ne, die Darstellung des Mannes, der sich irgendwelche Schemes, irgendwelche Tricks einfallen lassen muss, um das zu bekommen, was er will, statt einfach Nein zu sagen, wie das ganz normal sein sollte. Ne, also wir haben diese Debatte im Feminismus mit Nein heißt Nein. Aber Nein heißt Nein, auch bei Männern. Ne? Aber es gibt immer diese leichte, unterschwellige Message, dass eben nicht genügt. Und das hat die Serie sehr gut rübergebracht. Ne? Also wirklich dieses, ganz kurz war da dieser erleuchtende, schlaue Moment, wo der Mann gesagt hat, er könnte ja einfach Nein sagen. Aber dann war wieder dieses, nein, also Nein kann man nicht einfach sagen. Dann rastet die Frau ja aus. Es ist auch so ein bisschen die Unfähigkeit. Also Frauen werden oft in dieser Serie noch dargestellt als Frauen, die ständig ausrasten, die ständig wütend sind, die man befriedigen muss. Und Männer sind so diese kleinen Wichte, die sich einfach nicht trauen, auch mal in den Konflikt zu gehen mit der Frau, um sich halt für Dinge einzusetzen, die ihnen wichtig sind. Ein Konflikt ist ein ganz wichtiger Punkt im Umgang zwischen Mann und Frau. Das ist einfach notwendig, damit gesunde Grenzen gesetzt werden können, von beiden Seiten aus. Ne? Also in diesem Beispiel oder in dieser Darstellung fällt es Frauen oft weniger schwer, in Konflikte zu gehen, aber Männer fliehen vor diesen Konflikten und am Ende des Tages ist weder die Frau glücklich mit dem, was der Mann macht, noch ist der Mann glücklich mit dem, was die Frau macht. Und die Serie bzw. diese spezielle Folge, die ich gesehen habe, erzählt das Ganze dann so weiter, dass sogar der Vater von diesem Mann schon in solche Schemes involviert ist. Der hat auch schon sein Leben lang immer gegen seine eigene Frau Sachen geplant und tut so, als ob er der liebe Mann ist und macht hintenrum irgendwelche Angelausflüge, wo die Frau was gegen hätte. Und es ist der vollkommene, ich will mal sagen, Wahnsinn. Es ist einfach richtig komisch. Und es wäre ja nicht so schlimm, wenn ich nicht in der richtigen Welt sehen würde, dass sich das genauso widerspiegelt. Also es passiert auch in der richtigen Welt. Fällt mir ein Beispiel ein von Bekannten, mit denen ich vor einer Weile unterwegs war, wo dann der Mann meinte, ja, oh, meine Frau ist zu Hause und der geht's nicht so gut und oh, nachher wird die dann wieder sauer und lässt das Ganze bei mir ab, wird dann auf mich sauer und ich muss dann quasi diese ganze Wut von ihr irgendwie abfangen, weil es ihr gerade nicht so gut geht. Und dann war so dieses, ja, ich fahre mal vielleicht erstmal lieber nicht nach Hause oder bleib noch ein bisschen länger weg. Und ich denke mir so, Alter, so, was ist das? Also es überträgt sich in die Beziehungen zwischen Männern und Frauen in der richtigen Welt. Es ist nicht schwer zu beobachten, es ist sehr einfach zu beobachten. Geh mal auf eine, keine Ahnung, Gartenparty, vielleicht eine Gartenparty von deinen Eltern, wenn du in meinem Alter bist, wo deine Eltern noch ein bisschen jünger sind und vielleicht noch Gartenpartys schmeißen und beobachte einfach mal die Leute, die dort sind und die Dynamiken zwischen Mann und Frau. Es ist halt wirklich so, dass Frauen oft, also das ist ja auch die Darstellung in anderen Serien und Filmen, Frau hat die Hose an und es gibt ja diesen berühmten Spruch, ja, wenn die Frau das sagt, dann wird es schon richtig sein oder die Frau hat immer recht oder sowas. Und das ist sozusagen die Grundthese, in der man all diese Messages, die darüber kommen, sozusagen zusammenfassen kann. So, die Frau hat immer recht und der Mann muss es der Frau recht machen. Und wie gesagt, hier wird niemand glücklich, weder die Frau noch der Mann. Also, was ich dir hier sagen will oder befürchte, hier sensibilisieren möchte, ist, guck dir in diese Serien, guck dir in diese Filme, aber mach dir immer klar, dass sie mit der Realität hoffentlich nichts zu tun haben sollten, dass sie mit einer gesunden Beziehung zwischen Mann und Frau wirklich nicht besonders viel zu tun haben. Naja, und das könnte man natürlich auch noch über die seltsame Darstellung von Frauen und Männern in Hollywood-Filmen reden, die aktuell so ein bisschen stattfindet. Ich habe letztens Birds of Prey gesehen, den Harley Quinn-Film, der aber auch heißt Die Emanzipation der Harley Quinn. Und sowohl die Männer als auch die Frauen waren unfassbar komisch in diesem Film. Also wirklich total blöd geschriebene Charaktere. Ich sehe das immer mehr in Hollywood-Filmen, das nur ganz nebenbei, dass die Männer irgendwelche vollkommen inkompetenten Vollidioten sind,
oder die Bösen. Und die Frauen sind neuerdings immer die Superhelden, aber auf so eine sehr seltsame Art und Weise, irgendwie auf so eine total unsympathische Art und Weise und auf jeden Fall auch pur maskulin. Also es ist neuerdings ganz wichtig in Hollywood-Filmen, dass Frauen immer richtig maskulin sind. Die dürfen auf keinen Fall weiblich oder feminin sein, das geht nicht. Das sind immer so richtige, einfach so richtige Mannsweiber, überhaupt keine Femininität mehr. Also das ist so ein bisschen auch der Kampf gegen das Femininsein, der Kampf dagegen, dass Frauen Frauen sein können auch. Weil jetzt müssen alle Frauen ja Männer sein, weil Gleichberechtigung und so. Also es laufen viele sehr komische Dynamiken gerade ab, die sich auch in vielen Filmen widerspiegeln. Aber über dieses Hollywood-Ding will ich jetzt hier nicht reden, das ist nochmal eine ganz andere Thematik. Was ich dir nur sagen will ist, lass dich nicht so sehr davon beeinflussen, nimm dir bitte kein Vorbild an diesen Sachen, sondern mach dir immer nur klar, das sind Karikaturen, das sind überspitzte Darstellungen. Bitte nimm dir daran kein Vorbild, egal wie alt du jetzt bist, sondern reflektiere da einfach, überleg dir, möchte ich so eine Art von Beziehung führen und pass auf, denn wenn du zu viel davon guckst und nicht darüber reflektierst und dir nicht bewusst bist, was Medien von Einfluss auf dich haben, dann wirst du das übernehmen. So wie ganz, ganz viele Leute das übernommen haben, weil irgendwoher musst du es ja übernehmen. Und wenn du beispielsweise ohne ein gutes, ich sag mal, Partnervorbild aufgewachsen bist, was bei vielen Leuten der Fall ist, Stichwort Ehescheidungen, dann greifst du vielleicht darauf zurück, dir das Vorbild bei solchen Serien oder solchen Medien zu suchen. So viel dazu. Wichtiges Thema, das vielleicht im ersten Moment gar nicht so wichtig erscheint. Man muss sich nur einmal bewusst machen, was für einen Einfluss Medien auf uns haben. Und das kannst du dir selbst mal angucken, das ist ganz interessant. Du kannst einfach mal eine Woche lang jeden Tag Neuigkeiten zum Thema Coronavirus lesen, irgendwie so, sagen wir mal so 20 Minuten. Und ich garantiere dir, am Ende der Woche bist du viel panischer, hast viel mehr Angst, bist viel mehr so, oh Gott, das ist das Ende der Welt, wie kommen wir da jemals wieder raus? Und dann mach mal eine Woche und lies mal eine Woche einfach gar nichts zu diesem Thema und dann guck mal, wie du dann dich fühlst in Bezug auf dieses Thema. Das ist nur als Beispiel, weil das natürlich gerade so super präsent ist. Aber je mehr du solche Sachen konsumierst, desto mehr wird es zu deiner Realität. Das ist einfach ein ganz normaler psychologischer Vorgang, vor dem du einfach ein bisschen aufpassen musst, wo du einfach gucken musst, was du denn da konsumierst. So, schön, dass du dabei warst hier beim Video. Ich freue mich darauf, dich beim nächsten Video dabei zu haben. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du zu dem Thema denkst. Da lese ich dann rein und wir sehen uns beim nächsten Video. Schön, dass du da warst. Bis dahin. Ciao.